So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen? Nee. Raid am Mittwoch! Es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet und natürlich auch den Schocker der Woche. Beziehungsweise, weil gestern Raid-Boss-Wechsel war am Mittwoch, gibt's Raid am Mittwoch am Donnerstag. Noch einen Tag lasse ich euch aber nicht warten. Ich verzichte auch extra heute auf die News zur Sino-Tour. Medialga Palkia, das habt ihr ja eh schon alles gesehen, wenn nicht, guckt halt schnell woanders. Das überfordert mich eh wieder, ich weiß nämlich auch nicht, wo man das spielt dieses Jahr, ob man da wieder irgendwo hinfährt, ob man zu Hause spielt, ob man es überhaupt spielt. Das macht mich schon wieder fertig. Wir kommen jetzt aber zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim C-Day, da hat mir die Sarina nämlich das C-Day-Ticket geschenkt. Dankeschön nochmal dafür, Blood and Tears für das C-Day-Ticket. Fand ich wieder cool, der 1 Euro im Monat, ne, hätte ich sowieso jedem geraten. Gönnt euch das. Ich hatte auch richtig fett Glück am C-Day. Ich habe mehrere Bouts gefangen in XL, die im Showcase über 1000 Punkte gebracht haben. Ich habe mich damals immer gefragt, wie geht das denn, dass die Leute hier über 1000 Punkte haben können. Mein Höchstes war vielleicht bei 700, 800. Ich habe nicht mal die 900 erreicht und jetzt hatte ich an einem C-Day gleich 4 Stück mit über 1000 Punkten, beziehungsweise sogar mit über 1100 Punkten. Das war krass, das gab dreimal Platz 1 für mich. Das fand ich richtig genial. Das einzige Shiny, was ich aufgehoben war, war das. Das, was ich nicht selber gesehen habe, das erste, was geklickert wurde mit dem Gotcha, habe ich dann einfach Pfefferminz genannt, habe ich aufgehoben, alles andere habe ich verschickt. Dann haben wir den Thomas Speck, der zeigt uns hier sein Shiny Glücks 100% Lavados, also Hando, Shando, Schlando, Shiny Lucky 100, ein Schlando. Schlundu Schlando Lava Dos. Eigentlich müsste sowas ja schon Schocker der Woche sein, weil es ist ein legendäres 100er in Glücks Shiny. Was übertrifft das noch? Nix. Aber ist nicht Schocker der Woche, denn wir haben nochmal ein 100% Shiny Glücks Pokémon dabei. Das ist trotzdem fett, das ist auch trotzdem nützlich. Kann man als Feuerangreifer nehmen. Die meisten nehmen sowas, glaube ich, aber als Flugangreifer. Dann nochmal Showcases, denn aus der Spezialforschung, wo es dann Wuffels gab, habe ich am Ende einen einzelnen Wuffels-Encounter gehabt. Und das war auch einer über 1100 Punkte, mit dem ich mir auch Platz 1 geholt habe. Benjamin zeigt mir hier, der hat wieder mal ein paar Raids probiert, den nächsten Vierer im Solo geschafft. Boss hatte Rasierblatt, Sturzflug, es gibt ja immer nach dem C-Day solche Vierer-Raids, wo ihr den C-Day verlängern könnt. Er hat hier einen Arboretos. Momentan ist Boreos in den Raids. Hier sind Arboretos, die gehören doch bestimmt irgendwie zusammen. Hat hier im Solo diesen Vierer-Raid besiegt. 24 Sekunden Restzeit. Dann haben wir Pokehunter. Für Raid am Mittwoch. Viel kam nicht drum, aber wenigstens endlich ein 100er Terrakium. Wir haben noch Shiny Felilu, Shiny Flampion mit recht guten IV. Und hier das 100% Glücksterrakium. Ist zwar kein Shiny, aber kommt schon fast dahin in die Richtung davor. 2641, das ist cool. Das war mein Matze Nordland damals. Den habe ich nämlich auch als 100% Glücks gehabt. Aus dem Tausch heraus, nicht in Shiny, aber so wie es war. Schönes Pokémon, fettes Pokémon. Koselinchen. Wenn man schon in der Rampenlichtstunde fast nie ein Shiny bekommt, dann eben kurz vorher. Ihr seht die Uhrzeit, 17.27 Uhr gefangen. Halbe Stunde vor der Rampenlichtstunde mit Evoli gab es Shiny Evoli bei Koselinchen. Genauso wie hier ein Klick. Ein wildes Klick aus dem Abenteuerrauch. Stellt euch das mal vor. Ich denke immer noch fest dran, dass das Ding irgendwann mal einen C-Day bekommt. Hisui Sneevil, auch in Shiny, hier noch mitgenommen. Auch eigentlich recht gute IV. Vor allem aus Selm, sehe ich jetzt erst. Selm, da muss ich gerade an Jason denken. Aluhut, Shiny Togepi gebrütet. Johannes, der Säufer aus Thailand. 100% Voltrian, das ist fett. Wenn ich das hätte, ich würde da jedes einzelne Sonderbonbon, was ich kriege, reinstecken und das hochziehen als Elektroangreifer. Ich liebe Elektroangreifer. Sören, keine Highlights die letzte Woche. Ich lasse trotzdem mal liebe Grüße da. Super, Grüße zurück. Grüßt mal alle den Sören in den Kommentaren, da freut er sich bestimmt. Blood and Tears hat wieder abgerissen hier. Shiny, Molimorba, Kramurks, Yorkliff, Dusselgur, Parfi, Kanivanya, Schlurp, Imantis, Weberak und Burmi plus Bubungus, Lunastein, Bumi Karadonis, Flurmel, Mangunior, Hygraulon, Sneebel,
100% Dedenne, Shiny, Toggle P, 100% Shiny, Glücks, Damitier. Das ist zwar kein legendäres, aber ist trotzdem ein Shiny in 100% Lucky. Deswegen, deswegen konnte der Thomas Speck nicht Schocker der Woche sein, weil das ist dasselbe. Auch wenn das andere nützlicher ist vielleicht, ist das aber dasselbe. Auch wenn es nicht legendär ist, es ist vom Prinzip her dasselbe. 100% Bidiza, das hätte der Schocker der Woche sein müssen. Es ist immerhin Bidiza. Dann hat sie unten noch die restlichen 100er. Formio, Sonnenkern, Mangunio, Fukano, Imantis und Snubbull. Genau, Netghost, ein 100er normal und ein Shiny für die Zwielicht. Das Shiny für die Zwielichtform, das hätte der Schocker der Woche sein müssen. Das sehe ich jetzt erst. Ich dachte einfach nur, ja, 100er und Shiny, wieso nicht? Kann ja auch ein altes sein. Hat jetzt aktuell brutal ein Shiny bekommen von Wuffels, was man so Zwielichtform machen kann. Ich habe keinen gesehen, niemanden, keine Ahnung, der irgendwie da irgendwas hat. Also das ist wahrscheinlich das Fetteste. Das ist der Schocker der Woche, meine Damen und Herren. Shiny, jetzt muss das aber zu Zwielichtform machen, dass man das dann auch mal sieht. Wie sieht es denn aus? Wieso hast du das nicht entwickelt? Weil es zu früh war. Wieso hast du das nicht später geschickt, als du es entwickelt hast? Net Ghost, Borky, hier auch 100% Chabelle mitgenommen. Cool, aber nicht nützlich. Nimmt man aber mit. Kaiser Kai, hatte ich noch nicht als 100er, wollte ich aber schon immer haben. Gengar, 100%. Hier mit Partymütze, Partyhut. Die Katzen machen Katzensachen. So, dann haben wir hier aus der GBL-Forschung, aus der GBL-Belohnung beim Cutter noch einen Shiny Skorkler mitgenommen. Random in der Wildnis, leider ohne Kostüm. Auch beim Cutter-Account Botogel. Der kleine Account hat wirklich zu viel Glück mit den Shiny Babys. Pichu, ausgebrütet, mitgenommen. Habe keine Ahnung, ob ich mir das für den kleinen Account auch gekauft habe oder mir das für den geschenkt wurde, aber knapp vorbei am 100er, 96er Shiny Jirachi beim Kleinen. Aus der Spezialforschung, 100% Silvaro beim Kleinen. Kaiser Kai nochmal hier, das ist der Große jetzt. 100%, na gut, er löst es. Pigolenda hat er jetzt zwei in der Familie, Familie voll. Shenaya mit einem Shiny Pummeluff mit einem Schleifchen dran. Dann haben wir hier Lavados bei ihr, wieder mal Geflüchtete. Ne, diesmal nicht. Diesmal habe ich einen Meisterball verwendet und schon ist es weg. Jetzt hat sie natürlich den Skinny, den FC Mary, den Zapfdos und den Lavados. Dafür habe ich jetzt alle drei. Fehlt nur noch Glücks Lavados. Dadurch, dass sie ja jetzt selber eins hat, kann sie bestimmt bei einem Glückstausch mal Lucky Trade, Mirror Trade, Lavados, Gala Lavados mit jemandem machen. Nicht mit mir, guck mich nicht so an. Ich habe nichts gemacht. Ausbeute vom C-Day hier, da hat sie 2080 Shinies mitgenommen vom C-Day. Das ist der Schocker der Woche. Lennart hat immer so 40, 50, bei ihr einfach so 2080 Shinies vom C-Day. So steht's da, so nehme ich's mit. So, gehen wir mal weiter. Porenta, auf der Suche nach Wuffels kam das. Shiny Porenta, naja, sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Tiso, CD war okay. 7 Shinies mitgenommen. 200er, neu und alt, mitgenommen. Also das Silvaro ist neu, sieht man, ist der blaue Hintergrund dran. Das Bautz war schon. Dann CD war nicht schlecht, so sah es ja bei mir auch aus. Dreimal wieder Platz 1 mitgenommen. Wie weit ist Tiso schon? Magst du es mal in die Kommentare schreiben, bei wie viel Platz 1 du bist? Ich müsste jetzt exakt bei 70 sein. 70 von 100. Alexander Aringer, erlöstes Porygon. Endlich erlöstes 100er Porygon für den C-Day. Vorbereitet in Pokémon Go. Meine Community-Day-Ausbeute von Bautz. Das sind sogar nur 6. Da kommst du nicht ran. Shinaya mit ihren 2000. Maggie hier, Shiny Hut Hut. Kohlemann, nach 18 Regigigas, dann der 100er. Ich habe einen gemacht, ich habe keinen 100er. Den Main hatte ich 400er, ihr wisst Bescheid. Reicht, reicht. Das sieht gut aus. Cumulus, Shiny Pandimos, Shiny Ineko, Shiny Sonnenkern. Erst hofft man bei jedem Ei, dann jagt man hinterher. Und jetzt habe ich es vom Sessel aus vor der Tür. Welche Ironie, Shiny Zurukex. Vom täglichen Rauch Shiny Gengar mitgenommen. Das ist nicht passiert. 100% Shiny Togetic in Glücks. Das heißt, es ist das dritte
Shiny Glückshunderter, deswegen konnte das von Thomas Speck nicht der Schocker der Woche sein, denn es ist auch ein Shiny, es ist auch Lucky, es ist auch 100%, es ist kein legendäres, aber es ist halt im Prinzip, dasselbe, ja? Nehmen wir mal so mit, ich finde das übelst hässlich, außerdem, da fand ich Lavados irgendwie noch am besten dann vom Aussehen. Lenzhardt nochmal hier für Mittwoch, Bronzel mitgenommen, Bandimos, 100% Bandimos. Dann haben wir Shiny Flampion, was ich wiederfinde im Handy. Ich habe mich da total gefreut darüber. Shiny Evoli mit Hut. Eine XXL-Eule als 100% bekommen, genial. Die ist fett, die ist groß. So eine habe ich auch noch rumstehen, die werde ich wahrscheinlich verschicken. Also nicht in 100, aber halt in XXL. Da braucht kein Mensch jetzt. Jetzt haben die ausgedient. Showcase vorbei, das war's, kannst gehen. So, insgesamt wieder 46 Shinies bekommen beim Lenzhardt. Der macht immer ernst, der macht immer richtig aggressiv. Baumlieber hat durch den Tausch auch 100% bekommen. Diesmal habe ich gar nicht getauscht. Seitdem ich die Medaille voll habe mit den 2500 Trades, seitdem habe ich nie wieder getauscht. Showcase ist kaputt. Sieht auch so aus. Sieht aus wie ein Slenderman-Spiel irgendwie. Hier sieht aus wie Wald. Aber es scheint so ein Klettergerüst zu sein. Dann nennt es halt nochmal Vulpix Shiny. Shiny Hund. Kann man das zu Zwielicht vormachen? Bist du NetGhost der Zweite? Schreib's mal in die Kommentare. Shiny Hund gebrütet, sieht man nix, aber fett, dass der jetzt da ist. Henry Herford für Raider Mittwoch, 100er Shillock noch mitgenommen. 100er Imantis, 100er Mauzi, 100er Azuril in Glücks. Kein Shiny Nuller Bautz. Schon ewig keine Nuller mehr mit reingenommen. 100er Togepi, gebrütet fett. Das zum Togekiss. Das ist auf jeden Fall eine Bestie. Kesto. Ich wusste gar nicht, dass der noch lebt. Dann dachte ich, wenn er lebt, spielt er kein Pokémon Go mehr. Jetzt ist er Level 50 geworden in Pokémon Go durch sein Leben. So, Bierschanga, neue Soße in Produktion. Das muss auch hier rein. Und dann hat sie sich hier die Year Young gegönnt mit Mais. Und Ei und Meer und dran und den Tellern, die wir auch hier. Nee, mein Ex hatte, glaube ich, diese Teller. Okay, so, die hat aber keine Samyang gegessen. Da gab es die Nudeln damals nämlich noch gar nicht. Jan Lange. Oh mein Gott, guck, der Schocker der Woche. 100% Shiny Bouts ohne Lucky, aber mit WP14 als Pfefferminzbonbon. Das sieht auch richtig toll aus. Aber. Ja, die Shiny-Rate war ja erhöht. Es ist trotzdem sicherlich durch Zufall entstanden. Ich glaube nicht, dass er da eine Map hat bei sich. Baloo hier auch viermal Shiny und Shiny Knofenser in Krypto. Feuerwehrfrei hier nochmal Shiny Bronzel. Und gestern Abend war alles so verbuggt. Zum Glück, ich hatte keine Freunde mehr. Gerade in der Aktion mit Jinaya gemacht. Die hat immer Kampfanfrage geschickt von ihren kleinen Accounts. Ich dann ihre kleinen Accounts angefragt und plötzlich konnte ich nicht mehr den nächsten Account suchen, weil die Freunde waren weg. Ich hatte nur noch Team und Du. Die Rubrik Freunde war komplett aufgelöst. Nach mehrmaligem Neustart war es auch nicht da und dann war es doch wieder da und dann habe ich nichts mehr verstanden, aber alles ist wieder gut. So, Solmega am Start. Wir kommen noch zum, das waren schon die Highlights der Woche. Wir haben jetzt noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund präsentiert. Kein Pokémon-Bild, oh mein Gott, das ist auch wieder nur Quatsch. Weil eigentlich haben wir einen Schocker der Woche gehabt und das sogar dreimal, aber ich kann ja nicht drei Leuten den Schocker der Woche geben. Also konnte ich mich nicht entscheiden, alles andere war auch weniger, es war nichts Einzelnes dabei. Also guckt euch lieber mal an, wie viel dieser Hot Chip kostet, 39,99. Das hat die Bierschanga geschickt. 40 Euro für einen Hotchip, ich raste aus. Zum Glück hat sie gleich drei Stück gekauft. Und dann ist aber noch der Groschen gefallen, weil das sind gar keine Euro. Das sind Slotty, hat sie gesagt. Und das heißt, das sind umgerechnet vielleicht 10 Euro. Und 10 Euro für einen Hotchip, das würde schon passen. Damals konnte man ihn ja auf der offiziellen Seite für 7 Euro kaufen. Einzeln, das sind jetzt hier, obwohl er verboten ist und nichts mehr passieren darf, 10 Euro, das ist schon okay. Das ist jetzt total dumm und sinnlos, aber das war für mich ein Schocker. Als ich das gesehen habe, 39,99, bin ich vom Glauben abgefallen. Das war mein persönlicher Schocker der Woche, denn alle anderen waren entweder nicht so krass oder so krass, aber halt nicht selten, also nicht einzeln, weil die anderen ja auch krass waren. Das war der Schocker der Woche, wir sehen uns dann am
Ja, beim nächsten Mal wieder. Oder heute Abend in der Premiere. Muss ich noch gucken, was ich da mache. Und am Wochenende ist Raid Day. Raid Day mit Hisui Tonupto. Das wird hoffentlich wieder cool. Wieder ein bisschen spazieren gehen. Stunde raus, 6 Arenen machen, hin und her. Wenn es Ticket gibt, dann vielleicht nochmal 8 zusätzliche Raids in der Raid-Gruppe oder so. Da habe ich Bock drauf, da ein bisschen zu raiden. Vielleicht wieder ein paar Sonderbonbons abzustauben, die ich dann wieder bei mir irgendwo reinstecken kann. Und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.